Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für diesen Antrag, der ja eine Überarbeitung des Antrags von 2010 darstellt, Herr Kollege Sternberg. Und ich finde es immer gut, wenn wir uns mit Kulturfragen befassen. Tut das Parlament ja nicht so häufig, weil eben vieles vernünftig läuft und man nicht dauernd thematisieren muss, was schon gut geht. Also macht das ja Sinn, dass man das immer dann tut, wenn man etwas verbessern will. Dazu machen Sie jetzt einen Vorschlag. Wir haben im Kulturfördergesetz in § 10 im Prinzip die wichtigsten Aussagen auch zur Bibliotheksförderung gemacht. Wir sind uns alle einig darüber, was Bibliotheken für eine Bedeutung haben. Sie haben das eben auch noch mal eindrucksvoll mit Zahlen belegt, die ich gar nicht alle wieder vortragen muss. Bibliotheken sind Orte nicht nur der Weiterbildung, sondern es sind auch Lernorte für die Jüngsten und Kleinen. Es sind Orte der Unterhaltung. Es sind Orte, an denen man sich Dinge leihen kann, aber auch in Dinge hineinschauen. Es sind vor allen Dingen ja heute häufig auch wichtige Medienanlaufstellen für die Menschen. Das heißt, sie können dort, weil das meiste digital mit angeboten wird, sich auch im Rahmen ihrer Digitaltechniken in der Bibliothek mit allem, was sie interessiert, versorgen. Und das ist gut so. Es gibt Spezialbibliotheken zu verschiedensten Themen, wie zum Beispiel in Düsseldorf mit einem großen Schwerpunkt der Musik und vieles mehr. Wir wissen, dass unsere Städte und Gemeinden die Bibliothek unterhalten, gerade diese Einrichtungen besonders pflegen und wissen, was sie an ihnen haben. Und die Menschen gehen hin. Es sind aber auch interkulturelle Lernorte. Ich habe ein sehr gutes Beispiel vor einiger Zeit noch besuchen können in Mönchengladbach-Reit, wo Menschen verschiedenster Nationen zusammenkommen und in den Bibliotheken gemeinsam arbeiten, zusammensitzen, Erfahrungen sammeln, sich austauschen. Also die Bibliothek auch ein Austausch, ein Treffort und eben ein Ort des gemeinsamen sich Weiterbildens und auch des gemeinsamen Erfahrungmachens. Ihr Vorschuss ist gut und interessant, aber ich glaube, wir müssen uns noch mal im Detail darüber unterhalten. Das werden wir im Ausschuss tun. Wir stimmen dieser Überweisung also zu. Ich will aber Ihnen noch einen Punkt mit auf den Weg geben, den ich eigentlich dann aber leider Gottes ja nun eher in Berlin geregelt sehen muss als bei uns hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Und zwar ist das Thema der Sonntagsöffnung von Bibliotheken. Jetzt steht hier jemand vor Ihnen, der jahrelang in diesem Hohen Hause dafür geworben hat, sonntags möglichst viel zuzulassen. Weil ich bin ein großer Freund des stillen Sonntags sozusagen, also des Sonntags als einem Tag der Unterbrechung vom Üblichen. Und vor dem Hintergrund haben wir immer, auch wir als Grüne hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen, die Öffnung von Bibliotheken an Sonntagen abgelehnt. Von Videotheken. Und weil wir gesagt haben, dieses kommerzielle Zeug, das muss ich auch noch sonntags da irgendwie verkaufen, vertrieben werden oder verliehen werden. Das kann man auch samstags leihen und dann hat man für Sonntag alles, was man braucht. Aber bei Bibliotheken ist das anders, weil es eben im Unterschied zu den Ausleihvideotheken ist hier ja um, man geht hin, um eben sich mit Medien dort zu befassen, manchmal auch um sie zu leihen, aber eben auch um manchmal zu blättern und zu studieren. Und ich stelle mir eigentlich vor, dass wir eine Initiative in Berlin erleben, vielleicht angetrieben von der CDU als großem Koalitionspartner dort, wo man endlich die Öffnung der Sonntage für die Bibliotheken nachmittags, damit keine Konkurrenz zu den kirchlichen Veranstaltungen entsteht, vorantreibt. Dieses ist rechtlich nicht auf der Landesebene zu regeln, aber Herr Sternberg, wo Sie eben schon die Konkett-Kommission erwähnt haben und die Bundestagsaktivitäten zur Kultur, wäre das etwas, wo der Bundestag aus meiner Sicht relativ schnell sich zu einer Entscheidung durchringen könnte. Zum Beispiel würde das unserer Mönchengladbacher Bibliothek, von der ich eben sprach, technisch enorm weiterhelfen, wenn das erlaubt wäre und man offiziell das machen könnte, was sie zum Teil jetzt inoffiziell ihren Bürgerinnen und Bürgern anbieten. Also es gibt viel zu diskutieren, unter anderem auch das. Ergreifen Sie Initiative in Berlin, da wo Sie Macht und Einfluss haben und nutzen Sie die Gelegenheit für alle in Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel im Blick auf die Sonntagnachmittag und die Bibliotheken etwas zu tun, so wie wir Museen geöffnet haben, Theater spielen am Sonntag, so sollen auch die Bibliotheken nachmittags und abends, wie auch immer das die Zeitkontingente der Mitarbeiterinnen hergeben, ermöglichen den Menschen, diese Orte der Kultur, diese Lernorte aufzusuchen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.